Mit brachialer Kraft 7000 Kilometer steil in die Höhe steigt hier die stärkste Rakete der Welt in die Luft. Diese Bilder des nordkoreanischen Staatsfernsehens sollen den Test einer neuen, todbringenden Megarakete zeigen. Ein Machtspiel unter der Aufsicht von Diktator Kim Jong-un. Die Bombastbilder sind gestochen scharf, 1A-Propagandamaterial. Ob es sich tatsächlich um reale Aufnahmen handelt, lässt sich nicht mit Sicherheit verifizieren. Fest steht, der Raketenstart wurde von Südkorea und Japan bestätigt. Nach 86 Minuten in der Luft stürzt die sogenannte Hwasong-19 vor der Küste Japans kontrolliert ins Meer. Das Gefährliche? Bei flacher Flugbahn wäre die Interkontinentalrakete in der Lage, das gesamte Festland der USA zu erreichen. Machthaber Kim Jong-un betrachtet die Unterstützung Südkoreas durch die USA als Affront. Der Test sei eine Reaktion auf feindliche Provokationen, heißt es.